Hallöchen zusammen, willkommen zu einer neuen Aufnahme, Sechserpack an Folgen, wie auch immer ihr es nennen wollt, von Elex 2. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und natürlich auch sofort einen Like gegeben habt und natürlich auch den Channel abonniert habt, solltet ihr das noch nicht getan haben. Das gehört ja hier auf YouTube zum guten Ton. Ja, genau. Spaß beiseite. Ich hoffe, es euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was jetzt passieren wird, denn ich habe absolut keine Ahnung mehr. Ich erinnere mich, dass wir zu den Alps gegangen sind. Ich erinnere mich, dass wir die Untersuchungen bezüglich der Bombe von Skibor gemacht haben. Und ich erinnere mich daran, Geh dass du wir vor, nach ich bin hinter dir. Viper gesucht haben. Und dann wird das Ganze unterbrochen, weil wir ich nenne es mal vorsichtig, gewisse Differenzen hatten. Du nennst sie Brüder und Schwestern? Wir Alps haben unseren Ursprung bei den Klerikern. Ich weiß, das wollen viele von uns nicht wahrhaben, doch es ist nun einmal die Wahrheit. Ah, mein Kopf! Ist gerade ungünstig. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Rückenprobleme! 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 Lauf gefälligst gerade! Haben die mich gesehen oder was? Ja. Lauf gefälligst gerade. Wie könnt ihr mich sehen? Was zum Henker? Das war's. Besser ich verschwinde. Verfluchte Made! Hier hast du die strategischen Pläne der Kleriker. Danke, das wird mich ein ganz großes Stück nach vorne bringen. Gern geschehen. Die Kleriker sind Menschenfreunde und haben eine sehr große Empathie. Ja. Das macht sie empfänglich für viele Dinge, die uns Alps verwehrt bleiben. Es hat viel mit Intuition zu tun. Sie lässt viele Handlungen für uns Alps sehr irrational erscheinen. Doch aus meiner heutigen Sicht sind sie das nicht. Wir können immer noch von unseren Brüdern und Schwestern lernen. Verstehe. Was wirst du als nächstes tun? Nach der Auswertung der Klerikerpläne schauen wir uns die Morkons näher an. Frag mich später noch einmal, wenn ich soweit bin. Ja gut. Sie sind alle tot. Das ist gut. Kommt darauf an, wie man das sehen will. Sie sind alle tot. Sind die anderen beiden alleine getötet? Ja gut. Nee, sind sie nicht. Dich erledige ich im Handumdrehen. Ach, shit. Sorry, nur noch kurz. Das war die Gier, die ich looten wollte. Tja. Jetzt sind sie alle tot. Wer weiß, wozu das gut war oder auch nicht. Wir hatten nur noch eine andere Quest am Laufen. Äh
Dann erstmal zurück in den Krater und mal sehen, was wir da tun können. So. Nochmal Heilung reinzwirbeln, dann geht das. Wikis Bar ist auch hier. Wikis Bar, Wikis Laden. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. War das schon ein Tag? Ich hoffe. Wir sollten uns nicht alles gefallen lassen. Da ist doch alles voller Banditen. Laufen die Geschäfte? Hoffentlich. Sicher. Wer es zu uns geschafft hat, braucht als erstes einen kräftigen Schluck. Die Regale sind gefüllt und die Destille drückt mehr raus als meine Blase. Und ab und an kommt einer, dem ich beibringe, was ich weiß. Das wirft auch noch ein paar Splitter ab. Kannst du mir was beibringen? Klar doch. Kostet aber was. Dann bin ich ja mal gespannt, was er kann. Schlösser knacken? Chemie? Könnten wir uns definitiv aneignen, ja? Können wir noch brauchen. Feilschen kann auch lernen. Brauchen wir noch Gerissenheit, okay? Was hast du im Angebot? Sieh dich um. Paar Tränke, bisschen Nahrung, paar andere Sachen, die ich verkauft habe größtenteils. Na gut. Steht das Treffen mit Viper? Ja, ich hoffe, du weißt, auf wen du dich eingelassen hast. Ich auch. Trotzdem ist es noch zu hell. Viper mag kein Tageslicht. Schlage vor, wir warten auf den Abend, kippen uns ein und wünschen uns gegenseitig Glück. Einverstanden. Na bitte. Locker gefällst du mir besser. Ich mir auch, trust me. Du hast einen ordentlichen Zug drauf. Klassischer Bleimagen, was? Aber es ist Zeit. Brechen wir auf. Was zum Teufel? So ein komischer Vogel wie du ist mir nur selten untergekommen. Ein Leichensack ist gesprächiger als du. Aber wir haben alle unsere Probleme. Irgendetwas sagt mir, dass ich deinen nicht schultern möchte. Wie weit ist es? Gut möglich. Nicht der Rede wert. Gleich da. Wir sind da. Da drüben steht einer von Vipers Handlangern. Sein Boss ist also in der Nähe. Ich würde ja mitkommen, aber... Ich erledige das schon. Geh nach Hause. Werte ich. Dir viel Erfolg. Ja, wird schon. Ah, hoher Besuch. Viper wartet schon. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Da bist du ja. Komm mit rein. Nur keine Scheu, tritt näher. Du bist also der Zweite im Bunde. Der Zweite? Vor dir war ein Alp hier, hat sich als Zarik vorgestellt. Unangenehmer Zeitgenosse, eine Spur zu neugierig. Was hast du mit ihm gemacht? Dem geht's gut. Du hast einen falschen Eindruck von mir, aber ich mache dir keinen Vorwurf. Immerhin strahlt diese Absteige nicht gerade Vertrauen aus. Leider, ja. Komm zum Punkt. Umgehend, einen Augenblick. Ich brauche euch nicht mehr, wartet draußen. Geht klar, Boss.
Weißt du, normalerweise habe ich an allem meinen Anteil. Waren, Dienstleistungen, suchst dir aus. Okay. Aber seit ich versuche zu expandieren, sinkt die Zahl meiner Geschäftspartner. Mhm. Dabei fing alles so vielversprechend an. Verstehe. Doch ich greife vor. Sortieren wir die Dinge etwas. Okay. Du bist, ebenso wie dein bleicher Partner, wegen Skibor hier. Oder sagen wir Ex-Partner. Die Ratte ist sofort zum Depot aufgebrochen, nachdem ich sie mit ein paar Lügen gefüttert habe. Was ein Trottel. Ein Jammer. Der eine lässt dich im Stich, der andere fliegt in die Luft. Du weißt davon? Natürlich. Und ich muss mich bei dir bedanken. Okay, wieso? Wärst du nicht gewesen, hätte der Idiot Howler alles zunichte gemacht. Falls du dich nicht mehr erinnerst, er wollte dich und Skibor um ein paar Splitter erleichtern. Ja. Gut, dass du dich nicht auf sein Spiel eingelassen hast. Skibor hätte sein Ziel nicht erreicht. Du gibst mir etwas zu bereitwillig Auskunft. Du hast ein Anrecht auf die Wahrheit. Und verhindern kannst du den Anschlag sowieso nicht mehr. Das ist fair. Kein Grund also, dir etwas vorzumachen. Dann waren Skibor und du Partner. Nützliches Werkzeug ist eine bessere Bezeichnung. Ich verstehe. Aber der Reihe nach. Als Skibor seinerzeit in den Krater kam, wirkte er nicht anders als der restliche Abschaum. Mhm. Durchschnittlicher Typ mit durchschnittlichem Äußeren. Und ausgerechnet dieser Niemand kaufte mit unablässiger Beharrlichkeit Elex. Da musste was faul sein. Zwei Dinge wollte ich wissen. Woher hatte er die Splitter, um es zu bezahlen? Und warum habe ich es ihn nie konsumieren sehen? Denn vom restlichen Angebot hat er reichlich Gebrauch gemacht. Für ihn war alles ein Rausch. Egal, ob Alkohol oder Frauen, der Kerl hatte seine Emotionen nicht im Griff. Okay. Verraten wollte er mir nichts, also habe ich ihn mit Stims vollgepumpt. Ergibt Sinn? Was er mir dann gezwitschert hat, konnte ich erst gar nicht glauben. Ein Agent der Alps, getarnt als Mensch, raffiniert. Und dann reifte eine Idee in meinem Kopf. Für ihre Umsetzung brauchte ich nur eine Bombe. Eine menschliche Bombe. Der Anschlag auf die Alps war also alleine deine Idee. Natürlich. Das Feuerwerk sollte meine Eintrittskarte nach ganz oben werden. Hm. Ist nur nichts draus geworden, wie du unschwer feststellen kannst. Ja. Wie konntest du Skibor zur Bombe machen? Kleinigkeit. Ihn zu betäuben war eine meiner leichtesten Übungen. Danach musste ich ihn nur noch aufschneiden und verdrahten. Schon war er reisefertig. Menschliche Bombe, sagte ich doch. Und dank eines selbstgemixten Stim-Cocktails hatte er außer ein paar Magenschmerzen keine Nebenwirkungen. Alps sind verdammt zäh. Das gilt auch für einen Alp auf Sparflamme. Woher wusstest du, wann er aufbricht? Ich kannte seine Routine, zumindest dachte ich das. Ich habe ihn mit der doppelten Menge Elex ausgestattet und war überzeugt, er würde den Stoff umgehend bei seinem Auftraggeber abliefern. Nur hat sich der Scheißkerl nicht von der Stelle bewegt. Konnte den Hals nicht voll genug kriegen. Dumm nur, dass ich nichts mehr hatte. Und jetzt stell dir die Situation vor. Der leiseste Furz reicht aus und du wirst zusammen mit ihm aus dem Krater katapultiert. Auch wenn der Zünder nur auf eine hohe Elex-Konzentration reagieren sollte, konnte ich mir nicht sicher sein. Und weder Baxter noch Hector hätten es lustig gefunden, wenn man ihnen die Hütten unterm Arsch abreißt. Verständlich. Glücklicherweise kamst du und hast mir die Sorge abgenommen. Dafür, dass du fast einen Krieg provoziert hast, wirkst du reichlich gelassen. Jeder weiß, dass nicht wir, sondern das lila Gemüse die volle Aufmerksamkeit der Alps genießt. Außerdem sollten die Kleriker als Prügelknaben herhalten. Dafür musste ich nichts weiter tun, als Skibor auf sie anzusetzen. Ihr Metall gegen Elex, das war der Deal. Er wusste ja nicht, dass er damit seine Beerdigung einleiten würde. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wie seid ihr mir auf die Schliche gekommen? Du warst unvorsichtig.
Richtig, das passiert mir kein zweites Mal. Wenn ich dir vorschlage, für mich zu arbeiten, was sagst du dann? Nee. Nein, mit Leuten wie dir mache ich keine Geschäfte. Ah, exakt diese Antwort habe ich erwartet und mich darauf vorbereitet. Ich kann einfach niemanden gebrauchen, der mehr weiß als ich. Dann würde die Welt aber ziemlich und dumm was enden. Was du weißt, reicht aus, um mich zur Zielscheibe zu machen. Du hättest deine Leute nicht rausschicken sollen. Das war ein Fehler. Fehler? Das war meine volle Absicht. Je weniger sie wissen, umso besser. Aber da du sie ja so vermisst, pfeife ich sie wieder herein. Grüß Gibor von mir. Verdammt, was war das? Jetzt geht's rund. Moin. Hat er dich erwischt? Wo kommst du denn her? Du hast doch nicht gedacht, ich lasse dich im Stich. Nein. Tut gut, dich zu sehen. Keine Ursache. Verschwinden wir, bevor uns die Neugier der Leute in Schwierigkeiten bringt. Ich hatte das zweifelhafte Glück, den Kerl vor dir ausfindig zu machen. Er hat mir gleich misstraut und war im Vorteil. Also musste ich Maßnahmen ergreifen. Du meinst, du hast dich dumm gestellt? Ich muss sehr überzeugend gewesen sein. Seine Handlanger haben mich nicht verfolgt. Gut, dass du sie aus dem Spiel genommen hast. Ich war mir nicht sicher, ob du mit allen fertig wirst. Warum also ein Risiko eingehen? Tragen wir die Ergebnisse ein letztes Mal zusammen. Da vorne haben wir unsere Ruhe. Klingt gut. Ich bin sehr froh, dass wir ihm letztes Mal geholfen haben. Ich glaube, das war entscheidend dafür, dass er uns jetzt hilft. Das tut aber gut zu wissen, dass das auch berücksichtigt wird entsprechend wieder. Schön. Gefällt mir. Dann mal heraus damit. Was hast du erfahren? Skibor trifft nur eine Teilschuld. Das Elex ist ihm zum Verhängnis geworden. Wie das? Sein Konsum war doch auf ein Minimum beschränkt. Er sollte es für jemanden besorgen. Der Outlaw hat das ausgenutzt und ihn zur Bombe umfunktioniert. Verflucht! Weißt du, was das bedeutet? Es ist noch nicht zu Ende. Wieso? Wovon redest du? Pass auf! Elexitor Azog hatte schon länger den Verdacht, dass Commander Irissa mehr Elex konsumiert, als für sie bestimmt war. Es war meine Aufgabe herauszufinden, ob seine Theorie der Wahrheit entsprach. Erinnerst du dich noch an unser Treffen bei den Kollektoren? Ja. Dort habe ich nach ihrem Mittelsmann gesucht. Ich konnte nicht ahnen, dass Skibor diese Rolle übernommen hat. Der Commander ist zu einem Sicherheitsrisiko geworden. Wait a second. Ich hätte nie gedacht, dass Irissa so tief sinken kann. Worauf warten wir noch? Zurück zum Depot. Tut mir leid. Diesen Gang musst du alleine gehen. Was redest du da? Ich kenne die Gründe für Irissas Verhalten nicht, aber ich habe gelernt, dass es besser ist, sie zu erfahren, bevor man ein Urteil fällt. Nur bin ich nicht mehr der Richtige für diese Angelegenheit. Du hast mir bewiesen, was es heißt, effizient zu sein. Was es bedeutet, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich kann nicht ins Depot zurückkehren und weitermachen wie bisher. Ich will verstehen, wie die Welt funktioniert. Dafür muss ich der Direktive den Rücken zukehren. Ich muss die Alps verlassen. Das wird Azog nicht gefallen. Unwichtig. Das Ergebnis, das du ihm vortragen wirst, wiegt meinen Verlust auf. Was hast du jetzt vor? Ich werde tun, was auch du getan hast. Für eine Weile ins Exil verschwinden. Wenn du mir aber einen letzten Gefallen erweisen willst, sei nachsichtig mit Commander Irissa. Ich weiß, ihr versteht euch nicht, aber wir haben ihr viel Gutes zu verdanken. Ich denke drüber nach. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wer weiß. Vielleicht schaffst du es sogar, ihr die Augen zu öffnen. Ich würde es versuchen. Da ich vom Abschied nehmen nicht viel verstehe, versuche ich es gar nicht erst. Schon gut. Pass auf dich auf, Zarek. Werde ich. Aber geh jetzt. Das Depot wartet.
Ach und, Jax. Ja? Danke. Schade, ich dachte, er wird jetzt auch ein Waffengefährte, aber das wäre wahrscheinlich ein Alp zu viel. Depot.